So, jetzt können wir es euch sagen. Wir sind nämlich angekommen. Also die beiden Scheichs sind schon da. Prost. Und wir sind angekommen. Wir sind hier. Schaut mal. Wir sind bei Id und Maren. Genau, Maren ist gerade noch drin. Mal schauen, was sie so macht. Und das Buffet wird hier schon fast eröffnet. Wir haben ganz viele verschiedene Salate. Wir haben ganz viel Süßes. Und ja, schauen wir gleich mal. Ich darf eine Shisha auch nicht fehlen, das ist natürlich ganz, ganz wichtig. Und die Katharina, die war so lieb und sie war in Tunesien und hat mir Postkarten mitgebracht. Ich liebe ja Postkarten, also ich habe echt ein Faible dafür, weil ich habe in meinem Wohnzimmer einen riesen Duschvorhang, wo ich immer Postkarten sammle. Shisha darf natürlich nicht fehlen. Bei so einem tollen Wetter ist es einfach auch mega. Koch hat hier mal heute mal schon mal gute Arbeit geleistet, zusammen mit Maren. Heute gibt es natürlich auch Koch, da darf nicht fehlen. Und jetzt wird hier noch ein bisschen das gewisse Etwas zubereitet für den Salat. Ja, wir sind jetzt angekommen und wir sind, wie soll das anders sein, bei unserer lieben Maren und bei Ali, der ist schon hier in Action, er bereitet schon den Grill. So, genau. Und dann geht es schon bald los. Also wir haben natürlich echt richtig tolles Wetter. Richtig tolles Wetter, mega tolle Leute. Wie soll es anders sein? Und da freuen wir uns jetzt auf jeden Fall schon. Und dann zeigen wir euch gleich, was wir so alles Leckeres verspeisen. Habt viel Spaß, seid dabei und ganz, ganz liebe Grüße. Süß, ich freue mich so. Oh, warte mal, ich muss das noch... Ja, Katharina ist auch mit dabei. Sie ist aus Hamburg gekommen und ich freue mich mega. Wir werden heute einen richtig schönen Tag miteinander verbringen. Ein bisschen Urlaubsfeeling in der Hollywood-Schaukel. Hier wird schon vorbereitet. Ist mal Gunina, Gunina, ne? Gunina hält. Ja, hier seht ihr schon mal so einen kleinen Ausschnitt. Schaut mal, hier gibt es ganz leckeres Hähnchen eingelegt, Fleisch. Und hier gibt es, Maren hat gesagt, das ist Geflügelbacon mit Feta umwickelt. Und leer. Ja, Bratwurst darf natürlich nicht fehlen und die leckeren Kofte halt. Foto. Ja, wir machen Fotoshooting. Sehr gut. Fotoshooting. Oh, Karim hasst Fotos, ich weiß. Tut mir leid. Ja, hier ist unsere kleine Oase. Hier ist die Scheich-Oase. Der Scheich ist schon in Action. Karim, erzähl mal, wie geht's dir? Alles gut? Gelbe Nase. Erzähl, was ist das? Das ist ein Kisser, Burgosalat. Dann haben wir hier Avaganu. Haben wir hier einen gemischten Salat, einen polnischen Salat. Ja, Krautsalat. Hier ist auch noch ein Kartoffelsalat. Nichts über Krautsalat. Ja, das stimmt wohl. Die Polen essen nur Kraut. Die Katharina sagt gerade, die Polen essen nur Krautsalat. Grillmeister at work. Schaukel, Schaukel. Stell dir vor, das wäre die Schaukel in Orange Bay. Im Wasser. Mit Kohl. So, jetzt wird hier Salatkunde gemacht. Das ist auch ohne Zwiebel, glaube ich, für dich. Und das ist Kisser, das ist türkischer Burgulsalat. Bisschen scharf. Ich habe ein bisschen Chili aus Ägypten reingehauen. Bisschen. Ne, bisschen ist gut. Das ist ja nichts für mich mit Chili. Ja. Das vertrage ich. Nee, aber nee, das ist richtig. Das ist nicht so, dass das dir brennt in der Gusch. Du musst das bitte probieren, Schatzi. Hier wird nicht gekleckert, hier wird geklotzt. Boah, wow, Riesenportion. Tahina. Tahina. Essen fassen. Ihr heißt Mox. Die Master of the Grill. Grillmox. Oh, sieht schon gut aus. Läuft dir schon das Wasser im Mund zusammen? Wow. Lecker, oder? Es sieht gut aus. Sieht richtig gut aus. Mal schauen. Richtig gut. Zwei, drei Schluck. Okay. Genau.
So, das heißt jetzt, wir wünschen uns einen guten Appetit. Für alle, die jetzt auch essen, lasst es euch schmecken und dann hören und sehen wir uns später. So, nachdem wir jetzt Essen gefasst haben, darf natürlich jetzt auch ein Nachtisch nicht fehlen. Ganz leckere arabische Sachen. Und auch das wird jetzt noch geschlemmt. So, Karim ist schon bereit für die Rückfahrt. Maren und Eid sind noch da. Und wir starten jetzt auf jeden Fall den Heimweg an. Es war mega, mega schön. Und wir hatten einen richtig tollen Tag hier und freuen uns jetzt auch wieder auf die Rückfahrt. So, wir haben einen richtig tollen Tag bei Maren und Eid verbracht. Es war wirklich richtig, richtig schön. Besser hätte es gar nicht sein können. Das Wetter war einfach ein Jackpot. Das Essen war mega gut. Nette Leute und auch mit Katharina war es echt ein richtig schöner Nachmittag. Vielen Dank auf jeden Fall an Maren und Eid für eure tolle Gastfreundschaft. Und das nächste Mal seid ihr auf jeden Fall wieder mit dabei bei uns. Wir freuen uns, wenn ihr uns begleitet habt, wünschen euch in diesem Sinne noch einen schönen Abend, einen wunderschönen Sonntagabend, schicken euch, wie gesagt, liebe Grüße und ja, dann später noch eine gute Nacht und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Familie Sheikh on Tour hier in Deutschland. So, jetzt geht's in Richtung Heimat. Dem Straßenverlauf von A27 noch 41 Kilometer folgen. Von Maren und Eid wieder zurück nach Hause.